Zurück, wo die Duat beginnt. Hab ich schon mitgekriegt. Bin schon unterwegs. Denk mal schon. Nein, nicht beim Eingang, oder? Ja, weiß nicht, ob das mit dem Licht irgendwas Wichtiges dann zu tun hat. Ja, ich bin gespannt. Wäre schon geil. Wenn die Lichter irgendwie so quasi noch so zusätzliche Geheimnisse quasi zeigen. Wäre schon geil. Ich habe alles für das Ritual. Aber gibt es keinen anderen Weg? Einen Kart zu zerstören ist... Weißt du, wie dieser hier Osiris betrogen hat? Wie er die Verschlingerin täuschte, Amit? Er benutzte das Herz eines Unschuldigen, eines Kindes. Ich muss dir nicht erklären, was das bedeutet, Bayek. Nee, Bayek definitiv mal nicht. Der kennt sie zu gut aus dafür. Der kennt sie viel zu gut aus dafür. Passt. Let's go. Der kennt sie viel zu gut aus. Die Krieger der Schakals werden versuchen, uns aufzuhalten. Lass das nicht zu. Alles ich beschwöre dich, Herr der kommen. Stille. Gib uns dein Hacker und dein Nechacher. Ich beschwöre dich, Verschlingerin, Seelenfresserin, Bestraferin, denn wir wollen eine unreine Seele aus diesem Reich verbannen. Möge dein Name sterben, möge dein Körper verwesen, Himmel und Erde sollen dich zurückweisen, deine Seele soll nie vor Osiris stehen. Deine Seele zerstört, dein Körper zerstört, dein Ka zerstört. Oh, wie nett. War zwar falsche Weg, aber na gut, passt. Na komm her. Wow, der Herr kann treffen, aber ich nicht, Alter, so ein Pisser. Muss nur eins dazu sagen, ich hab's mir jetzt gerade irgendwie schwieriger vorgestellt. Oh, das hört sich jedenfalls dann wieder nicht gut an. Septimius. Nein. Du ziehst die Gefilde der Binsen nicht ins Verderben, wie einst mich! Oh, Apophis! Verschlinger! Komm! Die Dämonen, die Seelen, die du nimmst, sie werden dir den Zutritt nicht verwehren. Sei beruhigt. Dein Herz ist nun nicht mehr schwer. Hm, aber doch, da kommt jetzt so ein kleines Boss-Battle. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht gefeiert. Überhaupt nicht. Oh, Bayek. Digi, zeig her. Auch nicht schlecht. Zeig mal hier den Hübschen. Ja, hat was. Muss ich jetzt nicht. Bin ich jetzt ganz ehrlich, bin jetzt nicht der größte Fan davon, aber ist in Ordnung. Kann man machen. Kann man definitiv machen. Ich würde mal sagen, wir machen mal das Gebiet fertig. Ich hoffe nur, dass wir heute auch natürlich mal die eine oder andere Scherbe daher kriegen, weil sei mir nicht ab, aber... Wir haben sehr, sehr wenige Scherben bis jetzt erhalten. Und so kenne ich das Spiel gar nicht. Dass wir so wenige da hier kriegen. Passt. Würde mal sagen, die Scherbe haben wir mal definitiv. Also wenn ich eine Scherbe überhaupt kriege. Normalerweise schon. Ja, denke mal. Eine Scherbe gehört dazu, der Hund. Ah, muss ich noch warten. Und da, ja, da warten wir sowieso. Na, auf zum nächsten Fragezeichen. Let's go. Noch ein Upgrade und wir können so einiges erledigen. Ja, da können wir sich so einiges holen dann wieder. Ja, die eine Gesundheit wäre super. Da brauchen wir noch 5 Scherben. Noch 5. Brauchen wir. Ich hoffe, da kommt was zusammen.
War schon sehr lauernd. War schon sehr, sehr praktisch. Weiß nicht, ob das jetzt nur ein Schatz ist. Aber hoffen wir mal das Beste. Ja, ist nur ein Schatz. Ah, okay, leider nicht. Wollte eigentlich sagen, so, ja, dann nehmen wir halt einfach mal das Hintertürchen. Nee, in dem Fall leider nicht. Obwohl ich sehr gerne bevorzuge den Hintereingang. Schade. Also ein bisschen auf Zeiten schieben könnten wir es mal. Ja, ich weiß, das Spiel lasst es in dem Fall wieder nicht zu. Es war lustig. Es war lustig. Ja, als Tavara kannst du auf Zeiten schieben. Von oben. Würde ich jetzt dann quasi theorientechnisch da quasi, ja, noch vorgehen. Sonst, sonst hätte ich überhaupt keinen Plan. Sonst hätte ich dann überhaupt keinen Plan mehr gehabt. Wieso weicher hätten wir schon landen können, wenigstens auf der Leichen oder irgendwas in der Richtung zumindest. Wäre schon super gewesen. Bam 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 bam. Passt. Schieben wir den Scheißdruck auf Zeiten. Tschüss. Ich schwöre, dass ich den Scheißdreck auf Zeiten schieben wollte. Und ich weiß, er kann es. Ich weiß es. Nee, wollte einfach nicht. War zu viel Arbeit anscheinend. War anscheinend ein bisschen zu viel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber nett hier. Aber wie gesagt, mich stört es, dass ich gerade aktuell nicht so viele Scherben gekriegt habe, weil ich habe mir so gedacht gehabt, so, du hast halt quasi schon einmal. Sagen wir es mal so, wie es ist, den Standard im ersten Gebiet gehabt. Du hast wirklich eine Menge an Scherben gekriegt. Wirklich eine Menge. Und das fürs erste Gebiet. Und ich habe mir gedacht gehabt, so, okay, passt. Wenn die das, den Standard beibehalten, dann kann das ja richtig geil werden. Dann kann das ja richtig geil werden, dass die halt, dass du halt wirklich mit allem, wenn du mit dem DLC fertig bist, alle Upgrades hast. Aktuell schaut es mal ganz im Gegenteil danach aus. So viel Blut hast du verloren. Vampire gehört mir. Passt, komm her da. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dob dich nur aus, mein Junge. Dob dich nur aus. Dob dich aus. Passt. Haben wir nochmal Nummer 1. Sehr gut, wichtig und richtig. Holen wir sich die Wichs auch noch. Das war jetzt ein schöner Fail. Und das war noch ein schönerer Fail. Der eine hätte wenigstens. Ah, passt. Du bist eh schon da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Haben wir schon so gemacht gehabt, dass da keiner kommt und er ihm hilft. Das wäre ein bisschen Arsch gewesen. Das wäre definitiv ein bisschen Arsch gewesen. Keiner hilft ihm. Keiner interessiert sich für ihn. Alles klar, Digi. Das wäre ein bisschen hart gewesen. Passt. Nächstes Fragezeichen. Let's go, der Hase. Ah, Wahnsinn. Jetzt haben wir schon mal langsam den Oberschurken erledigt. Ein Gebiet haben wir noch vor uns. Und ich habe so das Gefühl, da könnte der ein oder andere noch stärkere Pri am Start sein. Dementsprechend Gesundheit wichtig und richtig. Auch wenn ich keine Scherbe weiterhin kriegen werde. Ein netter Versuch ist es immer wieder wert. Oh, zeigst du mal her. Haben wir eh gleich zwei, sehr gut. Dann muss ich fix saufen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Mal schauen, mal schauen. Einer ist noch ein Dritter. Ja, fick dich. Aber Dritter, ja, und hab schon verkackt. Passt. Dann schauen wir halt so. Ja, das Quantel ist schon mal nicht schlecht. Das Quantel ist definitiv nicht schlecht.
Ja, da hätten wir eh schon mal das erste. Die Frage, ob das auch das Markierte ist, glaube ich aber nicht. Ist glaube ich nicht. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alle anderen sind markiert. Ich kann mich austoben. Schaust du mal da auf, du. Hast du nicht, ob wir. Ja, passt eh, passt eh, passt eh. Hätte ja noch eine Zeit können, dass wir vielleicht genau von der Richtung vielleicht jetzt mehrere Eingänge gegeben für jeden Schatz einzeln. Muss man wieder sagen, so, wer weiß, was die Entwickler ab und zu mal für 31er sind. Das ist ja wieder das. Da kann man nie wissen. Da kann man nie wissen. Da sind schon ein paar Hunde dabei. Aber da war die da auf und tschüss. Ja, da gibt es schon wieder die Flammen. Da ist halt mal wieder diese Theorie angelehnt mit, diese Dinger könnten uns ja. Jo. Ja, manchmal liebe ich und hasse ich das Game zugleich. Wenn es darum geht, um manchmal zu klettern, das ist. Eieiei. Manchmal ist das wirklich ein Hund, das Klettern. Also manchmal freue ich mich wirklich so, Alter. Habt ihr selber mal probiert gehabt zu klettern in euren scheiß verbrunsten Missgeburten-Game? Ich hab's jetzt schon 10 Teile rausgehauen, Alter, und geht und wird's. Sag, schlechter. Beim Klettern statt besser. Wie geht das? Wie geht das, Alter? Unity und Syndicate perfektioniert. Plötzlich in Origins einfach mal schlechter geworden. Alles klar. Du hörst nur Windzug. Das ist das Einzige. Ja voll, was sagt er wieder zum Pferd? Dieses Tier, dieses Rost des unsterblichen Sands, soll ich es etwa reiten? Hm. Okay. Okay, haben wir wieder mal irgendwas erwartet. Irgendwas Heftiges. Wie zum Beispiel der Satz. Wow. Na, aber zweimal hat er hintereinander das Gleiche gesagt, dementsprechend. Habe ich mir natürlich was anderes erwartet. Und wo ist dieses sogenannte heftige Tier? Ah, schön, dass da ein Schatz ist. Ich gehe einfach mal geradeaus weiter, hätte ich gesagt gehabt. Ja, vielleicht finden wir auch so das Viech. Das kann gut möglich sein. Oh, machen wir mal wieder was mit Flammen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ja, wenn ich da die ganze Zeit kassiere, wird das mal definitiv nichts. Ich sage euch. Ja, und solange sich auch der ein oder andere schleicht, ist auch wieder wurscht. Hier kommt sowieso nichts. Ja, dadurch, dass sich der ein oder andere nicht wehren kann, ist es immer gut. Der will sich schon wieder austoben. Na warte, da muss ich mir aber auch austoben. So, und wo ist jetzt der spezielle Brain? Ich glaube, dass er vielleicht da drin ist. Das muss aber ein ordentliches legendäres Viech sein oder was auch immer. Hi. Och, der 50. So wie sonst auch. So wie sonst auch, was ist da los? Passt. Problem ist. Eng. Zwei Gegner auf einmal. Digi, aufpassen. Aufpassen. Gemeingefährlich. Ja, der eine ist wenigstens nicht zu extrem, aber. Egal, es ist wurscht. Beide sind Wichser. Beide sind definitiv Wichser. Muss man aufpassen. Passt. Also, wissen wir. Wir kriegen einen Zwarer. Da haben wir wieder nur so einen Zwarer rausgekriegt. Das ist Arsch. Weil wenn wir einen Dreier nur rausgekriegt hätten, dann hätte ich wenigstens noch so ein Scherben gehabt. Wünsch dir was, Digi. Wünsch dir was. Boah, nicht schlecht. Passt.
Bin zufrieden, ob meine Scherbe kriegt. So, und wie komme ich da nochmal aussehen aus der Dreckshitten da? Passt. Bin schon wieder zufrieden. Ich kann mein Upgrade da machen. Sag mal her, wie viel Leben ist es dann? Oh, nicht einmal ein Tausender. Nicht einmal ein Tausender, so gierig sind sie, Alter. Bist du öppert? Nicht einmal ein Tausender, Alter. Die sind urgierig. Die sind nicht so, Alter. Nein, Alter, urgierig, Alter. What the fuck? Nicht einmal ein Tausender. Gesundheit, Bruder. Wenn ich da gegen so einen 58er kämpfe oder 55er, wieder so ein starker Hund. Alter, ich bin am Arsch. Ich bin komplett am Arsch, Digi. Das ist ein Wahnsinn. Einfach mal komplett drauf geschissen. Lebenstechnisch? Bist du wirklich gefickt? Lebenstechnisch bist du hier wirklich gefickt. Das ist auch geil, aber ich finde der eine Boss... war für mich noch immer ein bisschen unfair. Er ist natürlich machbar um alles drum und dran. Aber ich bin halt der klassische Nahkämpfer und alles. Aber dennoch... man muss sich halt bei so welchen Gegnern immer wieder zu helfen wissen, das ist mir schon klar. Aber dann muss ich schon wieder so sagen, so für das, dass ich so hochgelevelt bin und noch vieles mehr, ich weiß nicht, für mich war das nicht gescheit balanciert, für mich war der ein bisschen zu unnötig schwer, weil du hast nicht ausweichen können, dementsprechend, der hat dir geben können bis zum Gehtnimmer. Sobald du minimalen Schaden gehabt hast, und wenn ich vielleicht sogar erst 54 gewesen wäre, wie ich gar nicht wissen, wie der hätte mich mit einem Strechmeier machen können. Der hätte mich in dem Fall mit einem Strechmeier gemacht. Das war sie zu 100%. Mit einem Streich. Brauchen wir nicht einmal drüber diskutieren. Der hätte mich so dermaßen gefickt, der Hund. Puh. Aber na gut, ich würde sagen, kann eh wieder nur ein Schatz sein. Sag ich ja. Es kann wieder nur ein Schatz sein. Okay. Aber dafür wenigstens drei. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, so gegen wen kämpft ihr? Hat das irgendeinen bestimmten Grund oder was ist hier los? Die Hälfte der Mannschaft kämpft hier. Das ist ja euer scheiß verficktes Problem. Das gehört mal mir, danke. Und das gehört mir, und das gehört mir, und das gehört mir. Ich, Brudi, ich komme mal auf, da, gell? Ja, sehr gut. Sehr gut. Das ist Kettenattentat, kennst du nicht mehr? Ich hab da kein Kettenattentat mehr. Super. Ja, der kassiert. Na super. Opa. Aha. Weg. Kommt da noch zufällig irgendeiner oder so, wenn ich schon da bin? Ja, der eine da, aber der eine interessiert sich gar nicht mehr. Der interessiert sich gar nicht mehr. Passt. Oh, wieder Blunderstück. Wichtig und richtig. Alter, am Schluss werden wir nicht 100 haben, da werden wir 400, 500 haben. Oder wir haben schon so viele. Eh gut. Wirklich sehr, sehr wichtig. Das ist ja Wahnsinn, oder? Das ist ja Wahnsinn. Der ist mit die Blunderstücke. Bis heute noch immer Brennhas, Alter. Boah. Das war richtig Arschloch. Das ist eine richtige Arschloch-Trophäe. Ich will gar nicht wissen, wie viele mir bei dem einen Mal noch gefehlt hätten. Ich glaube, wir wären da sogar schon bei 99, 98. Ich würde schwören können, wir waren fix bei dir. Wir wären fix bei dir. Oh. 90 gewesen. Mindestens. Und wir haben so viele Gebiete gemacht. Okay, wir haben halt nur nicht so extrem drauf geachtet, wie ab den DLCs. Dass man wirklich alles mitnimmt bis zum Gehen immer. Aber wir haben
6 oder 7 Gebiete gemacht. Oder 8 Gebiete waren es vielleicht sogar. Und dann haben wir erst begonnen, was zu verkaufen. Also, da hat schon was zusammenkommen müssen. Da hat was zusammenkommen müssen. Das kannst du mir nicht erzählen, dass da nichts zusammenkommen ist. War Wahnsinn, Alter. Richtig geschockt. Lauter Schätze, lauter Sachen zum Einsammeln. Na gut. Wahnsinn. Nur Sachen zum Sammeln. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Achso, das sind Wachen hier. Cool. Und weiter. Sollen sie kommen? Ja, machst du da gleich mal lieber mal so ein Scanner? Das kann eh nur da drin sein. Also von oben und von der Seite kommt einmal keiner. Passt. Haben wir das auch wenigstens erledigt? Oh, haben wir doch gehabt, das könnte vielleicht ein bisschen komplizierter werden. Ja, das ist gut. So gefällt mir das. Und rein in die Olga. Na, ich bin gespannt, ob wir vielleicht diesmal vielleicht das Rätsel lösen können. Glaube ich nicht, dass wir diesmal das Rätsel lösen werden. Wir werden wieder nur dastehen, so. Was will der von mir? Was willst du? Fix. Wird fix wieder nicht darstellen. Was willst du von mir? Oh, nicht schon wieder der Haverer da. Ey. Ja, diesmal, da waren es 3, gell? Nicht nur der eine Schatz. Bild man, das waren 3. So ein bisschen größer da. Wurscht. Ja, sag ich ja. Das waren mehr. Ich muss schon sagen, so, der Bri merkt einmal gar nichts. Das ist, ja, muss schon sagen, so, das ist eh schon wieder den nächsten Schatz. Aber jetzt sind einmal die im Fokus. Wir kommen eh noch zu den anderen Schätze auch noch. Ist in Arbeit. Ist definitiv in Arbeit. Huch. Ja. Gibt's jetzt das aus? Kann nicht, oder da, kann er nicht. Gib ihm, Schäb aufgeben. nur nicht aufhören. Alter, bleibt schon wieder hängen, der Hund. Ich glaube, ich werde aber trotzdem mal den Bogen wechseln. Jedes Mal Dauerfeuer. Du weißt, ob da nicht gleich irgendein um die Ecken da auch noch da ist. Wäre ein bisschen waschen. Wenn der schießt. Warte, ich bin nur am Schießen, da ist mir noch immer nicht mehr gegangen. Und schießt. Oh, gibt's mal wieder so einiges. Oben ist der andere Schatz. Yep. Passt. Sehr gut. Oh, wieder hartes Leder. Ja, nur die Scherbe fehlt. Selbst nicht einmal mehr in den Kisten gibt's eine Scherbe. Das ist das, was mich auch noch ein bisschen sehr anpisst. Nicht einmal mehr in den Kisten, die was eigentlich die ganze Zeit so dann rausgeschaut haben. Was, dann machen wir mal sicherheitshalber mal den. Weil einen hat er schon mal jedenfalls gefunden. Wir müssen halt nur aufpassen wegen die depperten Schlangen. Die sind. Die sind mir nicht wurscht. Die sind mir mal definitiv nicht wurscht. So, da ist dann der nächste. Da haben wir dann die Tafel. Ja, es kann sein, dass es eh nur 2 Schätze sind. Na, schauen wir mal. Gehen wir mal. Vielleicht zeigt er mir dann eh gleich an. So, hier ist Depoter. Da gibt's ja noch einen. Ja, sag ich ja. Depoter, da gibt's ja noch was. Jo, wenn er es mir auch zeigen würde. Dann wäre das schon wieder ganz was anderes. Könnte das vielleicht sogar der Schatz sein? Das wäre sehr, sehr schön gewesen. So weit entfernt von allen anderen Schätzen. Das ist wieder einer. Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. 1 von 3? 1 von 3. Babamäßig. Sehr gut. Ja, Kohlenstoff.
Irgendwie bereue ich es, dass ich Kohlenstoff gekauft habe. Irgendwie bereue ich es schon sehr. Aber ich werde vielleicht irgendwann mal wieder so ein paar Kisten kaufen. Einfach nur zu kaufen, um zu sehen. Gut, vielleicht sogar irgendwann mal was Episches aus oder sonst was. Oh, sehr gut. So, noch wenigstens wieder zwei. Dennoch, das ist trotzdem zu wenig. Das ist trotzdem eigentlich viel zu wenig. Brauchen wir viel mehr Scherben. Viel mehr. Ist das gleich oben bei uns? Ah, das ist das. Passt. Geht gleich da offen. Ja. Leider erst die Hälfte. Scheiße. Dauert noch, Digi. Damit wir da vielleicht wieder Upgrade machen können. Dauert noch ein bisschen. Bisschen, Digi. Gib mir noch ein bisschen. Braucht noch ein bisschen, braucht noch ein bisschen. Da ist er auf mit uns. Währenddessen einen guten Kaffee, na sicher, Pöstele. Ist ja nicht so weit, man ist eh schon längst aufdeckt, wo der Scheißdreck ist. Aber okay, ich tu mir so, wie hätte ich es nicht gefunden. Passt. Na, schau, hab ich es ja gesagt gehabt. Haben wir schon ein Fragezeichen. Na gut. Zeig einmal her, was. Tun wir mal so. Hinter einer ewigen Kammer liegt er mit dem Duft des Lotus bestäubt. Mhm. Alles klar. Bin natürlich definitiv schlauer geworden. Passt. Bricht er nur nicht das Knack? Passt. Bricht er nur nix. Digi, bricht er nur nix. Wir müssen noch. Das ist aber geil, sicher. Darauf ist sicher geil. Da ist einfach mal wieder eine Schlange gewesen. Okay. Ich habe mir jetzt nur gedacht gehabt, so. Es könnte jetzt möglich sein, dass es zum Beispiel jetzt. Oder fünf von denen. Zum Sammeln ist, damit wir so fünf so Scherben dann plötzlich haben. Hätte wieder sein können. Passt. Eh gleich direkt nebeneinander. Hi. Hi, wie geht's dir so? Passt, da spare ich mir wenigstens die Fähigkeit. Oder auch nicht. Passt. Wieso nicht? Gut, ja, der Pulli passt. Sehr gut. Du sei nicht deppert. Du kommst mir da nicht weit. Entweder du kommst rein, oder du kommst rein. Du setzt die Qual der Wahl. Bis ich es einmal sowieso schaffe, da raufzukommen mit dem tollen Klettersystem. Das ist jetzt nicht Show oder irgendwas, gell? Alter. Da kommt man einfach nicht drauf. Ich glaube, ich werde deppert. Ich würde gerne sagen, das ist das erste Mal so, aber nee, das wäre gelogen. Das wäre definitiv gelogen, wenn ich sagen würde, das wäre das erste Mal. Ich nehme mal an, die Schätze werden aber auch drinnen sein. Haben auch gleich die Markierung gekriegt gehabt, so, ja du, Digi, bist schon mittendrin, hörst? Hol dir den Schatz. Really? Okay. Also, ja, wahrscheinlich wird trotzdem einer drinnen sein. Aber schauen wir mal. Vielleicht ist es. Wenn nicht, dann ist es halt nicht. Haben wir es versucht? Dann haben wir es definitiv versucht. Was? Nächster, bitte. Dankeschön. Oh, wie süß. Passt. Der gehört einmal mir. Danke. Und, war es? Und wie es war. Und wie?
sehen, du. Bin ja schon wieder fertig. Mein Kleiner, bin ja schon wieder fertig. Jetzt ist halt eine gute Frage. Ich kann mir trotzdem gut vorstellen, dass der aber trotzdem da drin sein wird. Ich gehe sicherheitshalber mal. Ich gehe sicherheitshalber mal rein. Ich gehe da sicherheitshalber mal rein. Hab so das ein oder andere Gefühl danach, dass es da sein könnte. Zeigen will er mir aber trotzdem nichts. Zeigen will er mir aber trotzdem nichts. Wird sich halt aber relativ gut ergeben. Er will eine Szene wieder nicht herzeigen. Oder oh, irgendwo wird schon irgendwas Verstecktes sein, ich gesagt gehabt, oder? Egi, sei nicht so. Sei nicht so, irgendwas ist sicher da versteckt. Aber nicht das Batzer, Chefe, gell? Nicht das Batzer, was du da hast. Wollen da was machen, oder? Na, schade. Das ist wenigstens eine Scherbe. Also, ist jetzt nicht so, wie hätte sich's jetzt nicht auszahlt. Ich tu mal so, wie hätte sich's nicht auszahlt. und da hätten wir den Schatz. Na schau. Geh ich halt rauf. Hätte zwar keinen Unterschied gemacht, aber ich geh halt trotzdem rauf. Und zu guter Letzt die Synchronisation, die holen wir sich jetzt. Ja, war schon nett. Muss aber sagen, dass mir die anderen Sachen besser gefallen haben. Muss ich sagen, wie es ist. Die anderen zwei Gebiete waren pipi-fein. Richtig gut gefallen. Mit viel Wasser und alles drum und dran. Schönes Design und wie so eine kleine Traum-Oase weltmäßig. Fand ich schon super. Und das andere, da habe ich so richtige Ghost of Tsushima-Vibes gekriegt. Mit den ganzen Feldern und alles drum und dran. War schon sehr, sehr schön. Sehr schön. Kann ich wirklich nichts dazu sagen. Und ich bin jetzt gespannt dann aufs vierte Gebiet. Da bin ich jetzt definitiv gespannt. Also das vierte Gebiet kann kommen. Das vierte Gebiet kann definitiv kommen. Ja, also wenn ich schon die Treppen aufhab, erspare ich mir so einiges. Erspare ich mir definitiv so einiges. Oh, ich weiß nicht, ob wir sonst noch weiter aufgekommen, aber war schon nett. Ein paar Meter habe ich mir halt natürlich in dem Fall ersparen. Na schau, also hier doch, ja, da ein bisschen noch besser hätte schauen können, aber gut. Gib die Treppen, scheiß dich nicht an. Die haben eh alles mitgedacht. Da passt ein bisschen was, Sicher, kommst du schon auf da. Scheiß dich nicht an. Ich freue mich schon wieder auf die Synchronisation. Schaut wieder mega aus. Schaut sicher wieder richtig gut aus. Ja, hat was. Definitiv. So ein bisschen weiter rauf kannst du nicht zufällig schauen, oder? So gleich komplett so, oder wo ist aber da überhaupt? Ah, schön. Aber das ist wenigstens auch erledigt. Ja, da kommt nicht so viel zusammen, aber das passt dann schon. Muss mal so eine Schnellreise. Was der Top eine Schnellreise ausmacht, aber egal. Den Weg können wir ja gehen. Das ist jetzt nicht so tragisch. Wir hauen sich einfach nur mal im Endeffekt gleich daneben hin. Das nächste Fragezeichen, das nächste goldene Fragezeichen. Ich bin gespannt, wie stark da die Gegner sein werden. Sag mal hier, nur wegen. Also, Scheiße, jetzt wüsst wieder nicht, gell? Alter, wir haben ein Wert von 9000 Plunderstücke. Digi, wenn sich da die Tausende ausgehen,
glaube, da kriegt er der. Ich glaube, er kriegt einen Herzinfarkt. Er weiß nicht. Wenn sie da. Wenn sich's da nicht mehr ausgeht, dann weiß ich auch nicht. Wir waren bei 80 und da waren wir erst auf 5000er wert. Wenn sie das nicht ausgeht, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich definitiv auch nicht. Also, wenn sie da die Blunderstücke nicht ausgeht, Bruder, dann ist das Spiel hoffnungslos verloren. Dann werde ich das Spiel nie wieder angreifen.